Und da bin ich auch schon wieder. 2 Sekunden unterbrochen und geht direkt weiter. Das ist nur, um halt das mit den Verschieben so minimal wie möglich zu halten. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Hau rein. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Aha. Ja, ich habe an sich alles. Geld habe ich ausgegeben, dann können wir los. Setzen wir wieder unsere geile Maske hier auf. Die ist schon epic. Destillierbezirk. Ach, da waren wir ja schon. Das ist dann im selben Gebiet hier. Diesmal aber am Tag. Bei der Golden Cat absetzen kommen. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Oh ja. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Okay. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Da können wir uns Hilfe holen. Ich schaue nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Na, ob sie da wirklich ist, ich weiß, dass die kleine Emily. Viel bedeuten muss. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Okay. Der Nordregent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Chaos-Faktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weiner auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Oh, okay. Gut, mal sehen. Also, was ich abmetzeln muss, metzel ich ab. Alter Schwede. Noch eine Wache. Alter, pisst er da einfach mal. Frechheit. Tja, ich würde sagen, dann lassen wir die einfach mal am Leben, ne? Hui! Und tschüss. Ich weiß, ich bin ein Arsch. So. Achtung, Bürger von Dunwall. Alter, hier sind echt mehr Wachen. Mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich ein Almosen für einen armen Bettlerkumpel. Wie sieht's aus? Kann ich dich bestehlen? Nee. Die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel bis ein neuer Ober. Hey, du bist der, okay, nach dem ich suche. Tun. Slackjaw will mit dir reden. Okay. So, 90, 103, 25, das scheint da oben drin zu sein. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, in der alten Whisky-Fabrik Schläger. You cannot kill the Red Pledger. Bottle Street Boys. Ja, dann lass mich mal rein, ne? Gehen wir mal rein und holen uns Hilfe von ein paar Schlägern. Warum nicht? Ach, was. Das ist hier jetzt ja gar nicht mehr. Dann ist das doch draußen. Okay, dann ist das da irgendwie... Muss ich sehen, wie ich da reinkomme. So, Knochenartefakt, ich will dich haben. Die Tür ist zu. Wusste ich's doch. Schlüssel zum Reservelager. Okay, ich brauch das Schlüssel zum Reservelager. Ich brauch den Schlüssel. Ich klaue euch mal euer Essen, ne? Weil ich ein Arsch bin. Da könnte ich durch. Will ich am liebsten mal ausprobieren, aber... Erstmal lasse ich es noch. Ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um, was wir hier noch so finden. Flaschen. Oh. Ja, das war ich, sorry. Okay, bringt nichts. Doch, bringt doch was. Jetzt kann ich da drauf. Was auch immer das bringen mag.
Okay, ich kann da. Oh, von dem scheiß Song habe ich immer noch einen Ohrwurm, das ist so übel. Blood from the Eyes. So, ich glaube, hier oben rumklettern bringt nicht allzu viel. Ich bezweifle, dass ich hier oben einen Schlüssel finden werde. Aber trotzdem will ich mich hier einmal umgucken. Auf den Dächern. Vielleicht finde ich ja irgendwas anderes. Bisschen Munition, ein paar Waffen. Nein, Waffen wahrscheinlich eher weniger. Na? Na gut. So geht's auch. Vielleicht noch ein paar Bücher, irgendwas zum Lesen. Kann ich euch quälen. Springminen habe ich voll. Ja, das war ich. Alter, wie kam der denn angelaufen? Ey, ich will mich jetzt nicht mit denen anlegen. Gut. Wo ich den Schlüssel herkriege, weiß ich immer noch nicht. Alle pissen hier. Alle saufen, alle pissen. Passt zusammen. So, Leitern sind mir zu Mainstream. Deswegen klettere ich da einfach hoch. Springminen habe ich voll. Die werde ich auch bald mal verwenden. Langsam, du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leicht. Buntig, dieser Kunsthändler hat Geschmack. Wenn es jemand in Dunwell gibt, von dem man was klauen sollte, dann ist er das. Wer immer seinen Tresor knackt, kriegt den doppelten Anteil. Okay. Ring bis zum Letzten, das ist mein Motto. Okay. Was gab's jetzt für einen Missionshinweis? Okay. Da gibt es eine Kombination zu. Kurbelrad, zum Drehen F gedrückt halten. Machen wir gleich. Die Plünderung jüngster Zeit. Auszug aus einem Brief, der in einem leeren Haus am Rande des Rutshaw-Finanzbezirks gefunden wurde. Das Plündern begann in den Lagerhäusern. Als die Arbeiter an der Seuche erkrankten, mussten die Firmen den Betrieb einstellen. Mein Mann Malkus arbeitete für die Meyersonsche Tabakfabrik, die im letzten Jahr im Monat des Clans ihre Tore schloss. Er war für die Feuerstellen der Räucherhütte verantwortlich. Malkus sagte immer, dass das Ofenräuchern die Blätter am süßesten machen würde. Die Tabakfabriken machten durch die Seuche die größten Verluste, weil das Rauchen so beliebt ist. Eine Weile haben sie die Fabrik mit einer kleinen Mannschaft am Laufen gehalten, doch zu der Zeit, als mein Mann krank wurde, blieben die Feuerstellen aus und der Tabak begann zu verrotten. Irgendwie haben die Diebe davon Wind davon bekommen und die ganze Fabrik ausgeräumt. Und dann haben sie das mit normalen Wohnhäusern gemacht, diese Hunde. Ja, das scheint ziemlich Arschlöcher zu sein, aber wenn sie mir helfen. Was bringt denn das jetzt? Gate Access. Okay. Zack, öffnen. Ich plündere hier alles. So, mal schauen, wo wir hier jetzt den Schlüssel finden. No smoking. So, ach so, okay. So, teleportieren wir uns runter. Aufhören! Ma! Match gemacht, ja, das war ich. Fresse halt, nur weil ich deine kleinen Kuscheltiere hier abmetzel. Schlüssel zum Reservelager der Destillerie erforderlich. Dann kann ich auch da rein, da gibt's auch noch einen ganzen Arsch voll. Das war vielleicht jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber. Ups. Ja, ich habe mich teleportiert. Zurückgebliebenes Straßenkind, ey. So. Schön die Tür hinter uns schließen. Leere Flasche. Kann ich noch im Kupferdraht geklaut. Meins.
abartig. Okay, da muss ich runter. Den Schrank kann ich nicht öffnen. Jawohl. Immer her damit. Mit allem. Kannst nicht noch mehr tragen? Hoffentlich kann man das auch noch erhöhen, dass die Tragelast. Durch. Laborgeräte. Bringt nichts. Leere Elixierflasche bringt auch nichts. Anleitung zum Elixierbrauen. Bedienungsanleitung. Erstens, befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche, wiederhole, bis der Tank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen, keine Elixier verschlucken, schütten, keine Kostproben. Oh, ich habe eine Flasche zerstört. Ja gut, ich brauche keine Elixiere gerade, also reden wir einfach mal wie ihn. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht wo. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, will mein Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Ja, das bin ich auf besseren Weg rein. Gut getroffen. Ich weiß nicht. 2000 für ihn? Beklauen kann ich ihn nicht. Schade. Wo kriege ich jetzt diesen verfickten Schlüssel her? Was haben wir denn da? Ach so, okay. Da geht's eh nicht weiter. Öffnen. Und wieder schließen. Ja, scheiße, jetzt habe ich hier immer noch nicht diesen blöden Dingschlüssel gefunden. Alter, die sind voll abartig. Nein, ist immer noch zu shit. Ja, das war das Ziel, ne? Ich könnte ja mal was ausprobieren. Ratten beschwören, teleportieren, Nachtsicht. So. Nice one. Oh, verflucht. Scheiße, jetzt bin ich hier zu weit gelaufen und die Ratte ist tot. Toll. Kriecher, naja, immerhin eine Herausforderung hier geschafft. Ach, verflucht, dann den ganzen Spaß halt nochmal. Kochayes. Kupferdraht, Heilkräuter. Baupläne bekommen. Kann ich gleich zwei von nehmen. Kugeln, zack, Springmine, Granaten. Ja, sorry, wenn du Angst hast. Jawohl! Und den Schlüssel haben wir. Ich weiß jetzt nicht, ob es der einzige Weg war, aber es war ein guter Weg.
Nee, wäre nicht der einzige Weg gewesen. Wie man sieht. Aber das Schöne ist, da ich Schlüssel zur Destillerie habe, komme ich jetzt hier rein. Und draußen natürlich auch an das Knochenartefakt. Heilkräuter genommen. Alles meins. Alter Schwede, nicht schlecht. Aber da können die auch woanders abartig sein, das ist ja... Genau, da... Alter, ich würde die am liebsten alle hier abmetzeln gerade. Ich kriege hier schon so das Kotzen. Nur wenn ich denen zuhöre. Wow, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich sammle noch die Rune ein. Das Knochenartefakt hier. Und würde mal sagen, ich unterbreche nochmal ganz kurz für eine Sekunde.